Und als nächste Rednerin wird kommen Nicole Schreier, ebenfalls aus Tirol, allerdings von den Grünen. Hohes Haus, sehr geehrte Frau Ministerin. Ja, generell begrüßen wir die Novelle ja sehr. Das bisher bestehende sehr komplizierte System mit den 4 Pauschalvarianten und dem einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld wird, wie wir schon gehört haben, umgewandelt in das Kinderbetreuungsgeldkonto. Die einkommensabhängige Variante bleibt ja auch weiterhin bestehen. Und das Kinderbetreuungsgeldkonto bedeutet, dass jetzt wirklich dann für jedes Kind künftig gleich viel Geld zur Verfügung steht. Die Eltern können die Dauer bis eben maximal 35 Monate frei wählen. Und diese Flexibilität ist einer der Punkte, der uns am besten gefällt in der Novelle und auch das Wechseln der Bezieherinnen, dass da gewechselt werden kann. Und wir finden es auch sehr gut, dass das, und das ist jetzt auch neu, dass bis zu 31 Tage gleichzeitig Kinderbetreuungsgeld bezogen werden kann. Und das ist natürlich auch für die Väterbeteiligung sehr positiv. Aber, und so krampfhaft habe ich nicht suchen müssen, das neue System ist auch noch sehr kompliziert. Es wird jetzt täglich statt monatlich abgerechnet. Im Ausschuss ist uns zugesagt worden, dass da ein sehr, sehr guter Rechner dazu entwickelt wird, dass das für die Eltern auch wirklich einfach wird, sich das auszurechnen. Ein Riesenproblem besteht weiterhin mit der Kluft, die es bis jetzt auch schon gegeben hat, zwischen maximaler Bezugsdauer des Kinderbetreuungsgeldes, also zwischen den 35 Monaten, und der Zeit, in der der Kündigungsschutz besteht, also der Karenzzeit, das sind nur 24 Monate. Also ist ein großer Unterschied von 11 Monaten, also von einem knappen Jahr. Es können maximal also dadurch wird der Wiedereinstieg ins Berufsleben immer noch schwerer, je länger dass man weg ist, weil eben das Rückkehrrecht dann auch wegfällt. Es sind noch einige andere Punkte. Beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld muss der Bezieher oder die Bezieherin in den letzten 6 Monaten durchgehend gearbeitet haben. Also Krankheitsbezüge, geringfügige Beschäftigungen einmal kurz zwischendurch oder auch Arbeitslosigkeit von über 14 Tagen, zum Thema Tourismus, wo wir gerade vorher waren, führen dann automatisch dazu, dass man einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld nicht mehr beziehen kann. Was natürlich sehr, sehr, sehr ungünstig ist, weil man ja vielleicht vorher 3 Jahre super verdient hat und genau in diesen 6 Monaten hat man halt irgendwie gerade Pech und fällt dann dadurch raus und hat diese Möglichkeit nicht mehr, das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld zu beziehen. Wir haben zu diesem ganzen Gesetzespaket mehrere Anträge im Nationalrat eingebracht, weil uns das Thema einfach so wichtig ist, die aber alle durch die Bank abgelehnt worden sind. Zum Beispiel wollten wir, dass Frauen, die während des Kinderbetreuungsgeldbezugs wieder schwanger werden, dass denen das Wochengeld nicht gekürzt wird. Die Novelle sieht das nämlich vor, und zwar ganz kräftig. Bei den Pauschalbeträgen wird fast die Hälfte gestrichen und bei der einkommensabhängigen Variante immer nur 25%. Da werden 7,5 Millionen Euro im Jahr bei den Wochengeldbezieherinnen weggenommen. Und das finden wir wirklich echt skandalös. Wir wollen, dass Alleinerzieherinnen nicht mehr schlechter gestellt sind von den Bezugsmonaten. Wir wollen, dass die Familienbeihilfe nicht mehr zur Einkommensberechnung dazugezählt wird. Das sind alles Punkte, die abgelehnt worden sind von den Vorschlägen, die wir eingebracht hatten. Aber einmal weg von den Müttern. Das ist wieder so ein ganz typisches Frauenthema heute. Das merkt man an der Rednerinnenliste zu dem Tagesordnungspunkt. Daher möchte ich vor allem auf die Väterbeteiligung eingehen. Die Zeit, die für Väter reserviert ist, steigt zwar an, was natürlich sehr positiv ist, aber leider nur um 4% von 16% auf 20%. Generell sind Männer auch weiterhin rechtlich kaum abgesichert. Bei dem Familienzeitbonus besteht kein Rechtsanspruch und es gibt keinen ordentlichen Kündigungsschutz während des Papamonats. Männer haben auch weiterhin erst ab der Geburt des Kindes einen Anspruch auf Kündigungsschutz während der Kinderbetreuung, für die Kinderbetreuungszeit. In der Praxis heißt das, dass ein Mann quasi geheim halten muss, dass er in Karenz geht, um nicht Gefahr zu laufen, vor der Geburt noch entlassen zu werden. Und auch für die Firma ist es natürlich eine sehr wenig zufriedenstellende Lösung, weil da ganz viel an Planungssicherheit fehlt und die Firmen nur ganz kurz Zeit haben, eine Vertretungslösung zu finden. Ein weiterer Punkt ist, dass das Geld für den Papamonat, also diese 700 Euro, ist jetzt auch von einer Kollegin schon angesprochen worden, dass es eben dieser Familienzeitbonus eigentlich kein Bonus ist, sondern nur ein Vorschuss ist, weil wenn der Vater dann auch wirklich in Karenz geht, dann wird das vom Kinderbetreuungsgeld wieder abgezogen.
Beim Papamonats- und auch beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld muss der Vater in den letzten 6 Monaten durchgehend gearbeitet haben. Und da fällt ziemlich viel heraus, was nicht als durchgehend gilt. Das ist Bildungskarenz, Zivildienst, Präsenzdienst, Krankheit, geringfügige Beschäftigung oder auch eben Arbeitslosigkeit. Alles, was über 14 Tage in den letzten 6 Monaten unterbrochen hat, ganz egal, ob vorher 10 Jahre durchaus gearbeitet worden ist. In diesem halben Jahr kommt dazu, dass der Vater keinen Papamonat und auch kein einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld beziehen kann. Es müssen Selbstständige müssen während des Papamonats müssen Ruhen stellen. Die müssen die Sozialversicherung abmelden, das Gewerbe Ruhen stellen, sich zum Beispiel aus der Rechtsanwaltsliste streichen lassen und so weiter. Also da wird einem für den doch wieder nicht so hohen Bonus schon extrem viele Knüppel zwischen die Beine geworfen. Wir hätten eben, wie gesagt, für alle diese Punkte Abänderungsanträge eingebracht, haben uns da sehr engagiert, dass da mehr Punkte davon umgesetzt werden können, weil wir hier wirklich viel mehr für die Mütter und Väter finden, das getan werden muss. Und so ist es uns in dieser Novelle trotz wirklich einiger Punkte, die sehr positiv sind und die wirklich sehr zu begrüßen sind, einfach viel zu wenig drin zum Zustimmen. Und das finden wir auch einfach wirklich sehr, sehr schade. Dankeschön. Ihr gehe das Familienzeitbonusgesetz nicht weit genug, kritisiert Nicole Schreier von den Grünen aus Tirol. So sollten Frauen, die während des Kindergeldbezuges wieder schwanger werden, sollte das Wochengeld nicht gekürzt werden. In der Gesetzesvorlage sei dies nicht vorgesehen.